Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian und heute mal ein ganz kurzes Video und zwar zu ersten Eindrücken zum S22. Ich habe das gestern ausgepackt und habe es eingerichtet, ein bisschen mit rumgespielt. Nach dem Intro schauen wir an, was mir so aufgefallen ist in den ersten 24 Stunden. Ja, da ist es. Da ist es, in der wunderschönen Farbe Phantom Black. Ich hatte das S21 Ultra ebenfalls in der Farbe. Ich habe mich dann für dieses Jahr für die kleine Variante entschieden, weil mir das andere einfach alles zu groß war. Und das ist wirklich ein super handliches Gerät. So viel sage ich schon mal, mit 6,1 Zoll ist das wirklich, wirklich handlich. Aber es war ein Martyrium, bis es bei mir war. Ich habe es bestellt am Tag des Releases. Und es war ja am 24.02. sollte es ausgeliefert werden. Jetzt kam es gestern zu mir mit 3 Wochen Verspätung. Wow. Ja, ich habe echt lang gewartet. Hoffentlich lohnt sich das Warten, weil man hört ja super viel über negative Sachen. Dieser Game Optimizer, der da drin verbaut ist, kam jetzt übrigens schon ein Update, das habe ich schon installiert. Muss ich aber noch ein bisschen checken, was da abgeht. Erstmal ganz kurz außenrum. Das ist dieses typische S22. Was man letztes Jahr schon von den S21ern kennt, mit diesem Kamerabump in der Ecke. Was sich geändert hat, ist, dass die Seite, der Kamerahuggel und der Rahmen getrennt sind. Das war früher ein Teil. Finde ich optisch nicht schlecht, weil es wirkt dann nicht so drummig. Wir haben einen Alurahmen, wir haben Gorilla Glass auf der Rückseite, wir haben Gorilla Glass Victus Plus auf der Vorderseite, also der krankste Shit, den es aus dem Hause Corning gibt. Ich habe nochmal so eine Display-Schutzgeschichte drauf gemacht, weil ich traue der Geschichte trotzdem nicht. Ein flaches Panel. Ja, wir haben USB-C unten mit 3.2. Wir haben einen nicht erweiterbaren, also nicht speichererweiterbaren SIM-Kartenschlitten mit 2 Nano-SIMs, die da reingehen. Auf der rechten Seite haben wir dann einen Ausschalter. Die sind für meine Riesenhände super zu erreichen. Also das ist klasse. Generell ist das Handy super schön in der Hand und es ist auch relativ leicht. Mit 167 Gramm ist das echt ein leichtes, handliches, schönes Gerät. So viel gebe ich dem Teil schon mal, was ich jetzt über die 24 Stunden so gesehen habe. Ja, hier und da, ich will nicht sagen, ruckelt es. Nein, das wäre übertrieben. Es läuft eigentlich relativ flüssig hier und da brauche ich nochmal so eine kleine Gedenksekunde. Ich habe da mal Genshin Impact angezockt, nach dem Update schon. Und das läuft aber nicht schön, ja. Aber wir müssen der ganzen Geschichte leider Gottes noch ein bisschen Zeit geben. Das ist immer so, wenn Smartphones neu rauskommen. Das war letztes Jahr bei dem S21 Ultra genauso. Es ging mir richtig auf die Nüsse, da war die Kamera nicht so richtig und das nicht. Ist meistens nie so am Anfang schon am Start, die Software. Ja, deswegen lasst mal ein paar Updates ins Land gehen. Da ist Samsung vorbildlich. Sie geben 4 Jahre Software-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Updates. Nicht schlecht, übrigens das auch für die S21er, aber auch für das S21 FE. Dann haben wir hinten die Kamera. Wir haben 50 Megapixel Hauptsensor, wir haben 12 Megapixel Ultraweitsensor und wir haben eine Telelinse mit 10 Megapixeln. Die soll ähnlich die der Ultra-Geräte sein. Ich habe noch nicht viel gemacht, damit das ein oder andere Schnappschüsschen, aber das war's dann auch. Was die Lautsprecher angeht, zum YouTube-Videos schauen, sind das eigentlich ganz gute Lautsprecher. Aber wie gesagt, da kommt in dem Review dann noch mehr. Das sind jetzt nur so meine ersten Eindrücke. Dann der Fingerabdrucksensor. Ja, ich habe jetzt hier ein Pflaster drauf. Ich nehme bewusst jetzt mal die andere Hand. Ist ein Ultraschall, kein optischer. Der liegt oben auf und jetzt hat er gut funktioniert. Ich glaube aber, dass dieser Ultraschall-Fingerabdrucksensor eher Probleme mit meinem Displayglas hat. Das S21 Ultra hatte noch eine Folie drauf von Werk, da war es kein Problem. Aber die optischen, die haben immer mal so ein bisschen, seht ihr, mal so ein bisschen Probleme mit diesen Displayschutzfolien. Ich glaube nicht, dass es wie gesagt am Sensor liegt, sondern an der Folie oder an der Glas, was ich drauf habe. Wenn man sich dann das Display anschaut, ist das ein wunderbares Display. Und ich gehe jetzt auch mal in die Einstellungen, dass ich euch mal so ein bisschen die Display-Ränder zeigen kann. Hervorragend. Die sind eindeutig symmetrisch. Das gefällt mir richtig gut. In der Mitte das kleine, die kleine Kamera, kleine Kameraloch ist echt, sieht man nicht. Und auch von der Helligkeit her ist das ein hervorragendes Display. Ja, soll weniger Nits als die anderen. Wisst ihr was? Im Alltag, man geht mit dem Ding raus, man hat es auf Adaptiv stehen. Ey, und es geht super hell, es ist eins der schönsten Displays, die man draußen haben kann. Von den Blickwinkeln auch super, Farben super. Displays kann Samsung einfach, da wird man auch nicht enttäuscht. Aber hey, das Ding kostet 900 Euro, da muss das auch können. Ansonsten, wie gesagt, Performance so. Wenn es sich dann mal eingegroovt hat, dann habe ich da null Probleme und jetzt kann ich hier wieder fiese, miese Wischtiraden und weiß der Geier, was man dann immer so macht und durch Instagram scrollen und so weiter. Überhaupt kein Problem. 900 Euro, das muss das können, ansonsten schmeiße ich es gegen die Wand. Ja, Exynos 2200 am Start. Ich habe Geekbench schon mal gemacht, das liegt so ein
Ticken unterhalb der aktuellen Qualcomm-Chips. Ich glaube, man geht da auch noch so ein bisschen konservativ ran, weil man Angst hat, dass der Chip auch heiß wird. Aber das wird über zukünftige Updates, denke ich, noch besser. Und vor allem, ey, es sind nur Benchmarks. Was machen die Benchmarks, ja? Kommen wir zu einem Thema, das euch wahrscheinlich interessieren wird. Und das ist der Akku. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Ne? Ich finde es immer ganz witzig, wenn man so nach 24 Stunden sagt, der Akku ist gut oder der Akku ist schlecht. Fakt ist, er hat 3700 mAh. Das ist nochmal 300 weniger als beim S21. Da war er nicht so Bombe. Natürlich neue Generation Chips, aber 300 mAh weniger. Ah, ich bin da so ein bisschen skeptisch, was die Akkulaufzeit angeht. Ich denke, der Hardcore-Nutzer wird da an seine Grenzen stoßen. Aber wie gesagt, Review kommt noch. Und das muss ja auch ein paar Ladezyklen haben, bevor sich das richtig eingegroovt hat. Es wird im Vergleich zu seinen großen Brüdern, dem Plus und dem Ultra, nur mit 25 Watt geladen. Das ist so ein Unterschied. Schade. Und wenn ihr euch die Box anguckt, da ist auch kein Charger mehr dabei. Ihr kriegt ein bisschen Papierkram und ein Ladekabel und das war's. Samsung, das ist scheiße. Punkt. Ende Gelände. Dann, was ist noch der Unterschied zu den größeren Modellen? Man hat keinen Ultra-Breitband-Chip. Wofür man den jetzt unbedingt braucht, weiß ich auch nicht. Vielleicht diese Tags, AirTags da, die man da hat. Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, und man hat nur Wi-Fi 6 und nicht Wi-Fi 6E. Ich denke, der Otto-Normalverbraucher, den wird das sowieso nicht stören. Okay, man könnte jetzt sagen, das Ding ist ein Flaggschiff, das kostet 900 Euro, das muss das haben. Ja, gehe ich ganz mit. Preise gehen bei 850 los für die kleine Variante, 128. Das hier ist 256 für 900 Euro. Ja, 50er Aufpreis, finde ich, ist das Ding, ist es wert für 128 mehr. Gerade weil man auch den Speicher nicht erweitern kann. Ja, ansonsten ist noch Wireless Charging bis zu 15 Watt. Das muss ich wieder spicken. Ja, bis zu 15 Watt, wenn euer Ladepad das kann, ist das machbar. Und wie gesagt, 25 Watt, wenn ihr dann einen Charger habt. Und dann müsst ihr aufpassen, der braucht dieses spezielle PLL oder so. Ja, dass er auch dieses Fast Charging ausnutzt, sprich am Anfang schnell lädt und zum Schluss dann etwas langsamer wird. Obacht, ich habe schon viel im Internet gelesen und gesehen. Manche beschweren sich, das Ding lädt nur bis 85% auf. Dazu gibt es eine Einstellung in den Akku-Einstellungen. Ihr geht einfach in die Einstellung, geht auf den Akku, noch weiter Akku. Dann geht ihr auf weitere Akku-Einstellungen und dann habt ihr hier unten, ich mit meinen dicken Händen, dicken Fingern, dann habt ihr hier unten eine Einstellmöglichkeit. Da steht Akku schützen, nur bis zu 85% vollladen. Ja, wenn da das Häkchen gesetzt ist oder der Schieber gesetzt ist, macht das Ding bei 85% Schluss und schont so den Akku. Das könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Des Weiteren zeige ich euch ganz kurz dieses neue Update, wo man dann quasi Spiele verbessern will oder verbessert hat oder dass man dem Smartphone ermöglicht, mehr Leistung abzufordern, bevor es einfach runterdrosselt. Was es bringt, ich weiß noch nicht. Also wie gesagt, Genshin Impact hat noch nicht so schön, ist noch nicht so schön gelaufen. Ich zeige es euch ganz kurz. Ihr geht in den Game Launcher, unten auf Mehr. Und dann schaut ihr auf Game Booster und dann habt ihr ganz unten die Labs-Funktion. Und da könnt ihr alternative Spieleinstellungsverwaltung, könnt ihr das aktivieren. Und dann will der mehr auf den Prozessor und auf die GPU zugreifen und so weiter. Müssen wir gucken, muss ich testen. Ja? So, jetzt ist ganz wichtig. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ist euch wichtig? Was wollt ihr von dem Gerät sehen? Weil nur wenn ich von euch Feedback kriege, kann ich am besten auch auf euch eingehen. Wollt ihr Vergleiche dazu sehen? Natürlich, ich bin ein ganz kleiner YouTuber, ich kann nicht alles vergleichen. Ja? Ich wollte es eigentlich mit dem Xiaomi 12 vergleichen. Leider habe ich das Gerät nicht mehr da, weil das so spät kam. Ich finde, es ist das bessere Gerät von dem, was ich jetzt schon gemacht habe, aber im Review dann mehr vielleicht noch dazu. Natürlich ist ein Vergleich mit dem S21 FE, den habe ich geplant. Ist vielleicht ganz interessant, ob man jetzt sagt, okay, ich nehme mir dieses kleine oder nicht. Viele fragen mich auch immer, was nutzt du für Hüllen? Ich habe jetzt hier mal so eine Spiegenhülle, das ist die, keine Ahnung, Thin Fit oder wie die heißt. Ist so ein bisschen hart, ja, und außen weich. Passt ganz gut, auch das Glas ist von Spiegen. Hier ist nichts gesponsert. Ich bin halt nur Fan von dieser Marke, weil die immer ganz gute Hüllen macht und besser sind als die eigenen Hüllen, meine ich, und vor allem auch wesentlich günstiger. Wie gesagt, haut mir die Kommentare voll, was haltet ihr von dem Gerät, habt ihr es selber, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, gerade was die Spieleperformance angeht, was habt ihr für Akku-Erfahrungen gemacht, was wollt ihr sehen zu dem Teil, und dann werde ich das in mein Review mit einfließen lassen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.